Tag für die Lennepop-Pilger, Freunde. Denn heute wird der Gedanke des Pilgerns auf dem Jakobsweg hier in Lennep sozusagen verewigt. Wir wollen diesen neu gestalteten wunderschönen Platz mit dem Namen des heiligen Jakobus benennen. Und wir können eine Pilgerstatue einweihen, die hier direkt am Jakobsweg die Pilgerungen symbolisieren. Ich begrüße ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Remscheid, Herr Burkhard Mast-Fleiß. Lieber Marco, wir konnten uns immer Ihre Unterstützung sicher sein und es hat auch alles wunderbar funktioniert. Dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich. Besonderer Dank gilt der technischen Betriebe der Stadt Remscheid mit Herrn Zirngiebel an der Spitze. Ihnen oblag die gestalterische und technische Ausführung des Platzes. Danke sagen müssen wir auch der Rechtsvertretung Lennep, Herrn Bezirksbürgermeister Rolf Haumann. Meine Damen und Herren der Bezirksvertretung, Sie haben sich ausnahmslos bereit gezeigt, uns zu unterstützen und unsere Anträge zu befürworten. Sie haben uns auch eine finanzielle Zuwendung zukommen lassen und dadurch konnten wir das Fundament für unsere Pilgerstatue legen. Auch hierzu meinen herzlichen Dank. Mein Dank geht auch an die befreundeten Vereine, die uns bei der Planung und der Organisierung des ganzen Projektes und bei der Ausrichtung des Pilgerfestes unterstützen. Das ist einmal Lennep Offensiv. Hier begrüße ich den Vorsitzenden Thomas Schmickamp. Lieber Thomas, ich freue mich, dass du auch hier bist. Eine besondere, intensive Zusammenarbeit hatten wir dieses Jahr mit der katholischen Kirchengemeinde St. Bonaventura und Heiligkreuz, die den größten Teil des Jahresprogramms gestalten. Besonderer Dank geht hier an Andy Inoyosa, wie er so schön heißt, ohne Moos nichts los. Bei allem ehrenamtlichen Engagement hätten wir ohne finanzielle Hilfe das ganze Projekt und auch das Pilgerfest nicht stemmen können. Wir haben hier auch vielfache Unterstützung erhalten und dafür geht mein Dank an unsere Sponsoren. Ab jetzt schmückt also eine Pilgerstatue einen Knotenpunkt in Lennep und ein kleiner Platz an zentraler Stelle trägt den Namen Jakobusplatz. Was hat uns, die Lenneper Pilgerfreunde, auf die Idee gebracht, so etwas zu initiieren? Wir können natürlich in der Geschichte stöbern. Dort finden wir heraus, dass die Stadtkirche schon im 14. Jahrhundert dem heiligen Jakobus geweiht war, wenigstens bis zur Reformation. Eine der Glocken, die nach dem zweiten Stadtbrand 1564 installiert wurden, trug ebenfalls den Namen des heiligen Jakobus. Und der Jakobspilgerweg führt seit Jahrhunderten durch Lennep. Das hat also alles Tradition. Aber wir sind kein Traditionsverein. Wir wollen etwas tun für das Hier und Jetzt und vor allen Dingen auch für die Zukunft. Die Jakobswege waren schon immer wichtige Wanderrouten. Nicht nur für Pilger, sondern auch für Kaufleute, für fahrende Handwerksgesellen, für Sänger und Spielleute. Also für alle, die sich in Europa bewegten. Hier reisten die Menschen. Hier wurden Güter transportiert und vor allem auch Informationen. Man sagt, die Jakobswege waren das Internet des Mittelalters. Sie alle treffen sich auf dem Jakobsweg, irgendwo in Europa. Und wir hier in Lennep sind ein Teil davon. Mit unserem Pilgerbüro und mit unserem Pilgerlager tragen wir etwas dazu bei, diesen internationalen Gedanken mit Leben zu füllen. Dabei zu sich selbst zu finden und mit anderen Menschen friedlich und gemeinsam etwas zu tun. Das ist ein wesentliches Anliegen unseres Vereins. Diese Gedanken wollen wir hier auf diesem Platz und mit dieser Statue ausdrücken. Unser Pilgerfreund Holger Thieme hat die Statue gestaltet. Also, nehmen Sie sich Zeit für sich und für andere. Genießen Sie die Ruhe und die Ausstrahlung dieses Platzes. Ob Sie nun lieber laufen oder ruhen. Lassen Sie sich inspirieren von den Gedanken des Pilgerns. Wir Lennepper Pilgerfreunde freuen uns sehr darüber, dass dieser
schöne Platz dazu beitragen kann. Ich fange auch mit dem Dankeschön an. Herr Dr. Wollnitz, Willi Oberlies, Sie haben sich jetzt gerade bei vielen bedankt. Und das war auch richtig so, weil das haben viele dazu beigetragen. Die beiden. Und Herr Oberlies hat meine Handynummer. Und glauben Sie mir, das funktioniert, dieses Handy, das hat er geprüft, sowohl Samstagabend als auch Sonntagvormittag. Er ist da sehr hartnäckig. Aber ohne diese Hartnäckigkeit, insbesondere von Ihnen beiden, hätte dieses Projekt keinen Erfolg gehabt. Deswegen sollten diejenigen, die die meiste Arbeit haben, erstmal den größten Applaus bekommen. Ich möchte Ihnen nochmal den Gedanken mitgeben, dass Jakobus ja nicht irgendetwas ist, sondern dass es einer der Jünger Jesu war und dass wir damit einen Auftrag verbinden. Und dieser Auftrag lautet, dass wir uns der Botschaft der Bibel, des Evangeliums tagtäglich erinnern, auch hier räumlich. Und dieser Auftrag lautet, dahinter steht, das friedliche Miteinander, die Fürsorge für die Menschen in unserer Stadt, das Schauen auf den anderen, das nicht nur Denken an sich selbst und das Bewahren der Schöpfung. Das ist eine Verantwortung, die auch dieser Platz mit sich bringt. Er ist nicht nur ein schöner Platz, er ist ein Stück Erinnerung an das, was wir zu tun haben. Und deswegen nicht nur meine große Dankbarkeit, sondern auch meine große Bitte an Sie alle, die Sie hier sind, sich dieser Aufgabe, die wir alle haben, auch immer wieder zu erinnern. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben. Ganz vorne und im Hintergrund, und das ist etwas, was unsere Stadt ausmacht. Wenn alle mit anpacken, jeder an seinem Platz, dann kriegen wir eine ganze Menge hin. Herzlichen Dank, alles Gute. Ich freue mich sehr, dass das so gelungen ist. Und Ihre Dankesworte, gerade an die TWR, gebe ich ausgesprochen gerne weiter. Danke. Wir sind hier am Anfang, nein, in der Mitte der Kölner Straße, aber viele fahren ja hier hoch. Und die Kölner Straße ist seit vielen Jahren immer im Gespräch, dass dort Dinge gemacht werden sollen, um das zu verbessern, um das zu verschönern. Da möchten wir ja ganz gerne dran arbeiten, wir als Bezirksvertretung. Und für uns ist das hier auch so eine Art Auftaktveranstaltung.